Marco Streller ist im Peng Peng Podcast. Ich freue mich extrem. Marco, ich bin nach 22 Jahren, und das meine ich wirklich im Ernst, zuerst mal wieder nervös vor einem Interview. Ich habe einen Sportler bei mir und ich bin Fan ein bisschen. Cool, es kommt gut. Easy. Luke Vinegar, yeah, a.k.a. Uncle Peng Peng. Could I be a bicycle or a yang yang man, so we already know. You are listening to the Peng Peng Podcast. You're the ginger representing for Luke Vinegar, a.k.a. Uncle Peng Peng. Voice of the original chronics alongside Luke, a.k.a. Uncle Peng Peng. I want to them Rastafari. Tell them say I wake up at the world like Google. Uncle Peng Peng, Luke Vinegar and Bugle. This is the Peng Peng Podcast. Let's talk about music and sports. Fire it. Wir sind kurz vor der Europameisterschaft. Die Spannung steigt. Auch vor dem Spiel von der Schweizer Nazi gegen die Türkei. Marco Streller, was löst Jan Fischer bei dir aus? Ja, ich glaube, ich habe es verarbeitet mittlerweile. Es ist natürlich eine brutale Erfahrung für uns, das Team damals. Aber es ist auch etwas, was uns enorm zusammengeschweißt hat. Und wir haben ja dann an der EM 2008 ja nochmal gegen sie gespielt. Und das ist jetzt, glaube ich, irgendwie ein bisschen ausgelutscht. Also ich denke da, wenn ich an Türkei denke, habe ich sehr, sehr schöne Erinnerungen, nämlich an Ferien. Und wir sind dort erfolgreich gewesen und hat uns als Mannschaft weitergebracht. Aber es war eine harte Erfahrung gewesen. Also hast du mir jetzt tatsächlich gerade gesagt, dass du nachdem das alles passiert ist, damals bist du noch Ferien machen in der Türkei? Nein, vorher. Aber sie sind sehr schön gewesen. Okay, weil ich habe einen Freund aus St. Gallen, der damals als Fan mitgereist ist. Und der hat mir Horror-Stories erzählt, irgendwie von Polizisten, die sie beworfen haben mit irgendwelchen Gegenständen in den Kurven und so. Und der Marco Streller hat dort ein entscheidendes 2-4 gemacht, du hast mir vorher gesagt, mit einem Puls von schätzungsweise 260. Ja, ich hatte damals mit dem Herz so eine Herzrhythmusstörung gehabt, wo WPW-Syndrom heisst. Und ja, das hatte ich eigentlich fast die ganze zweite Halbzeit dort gehabt. Und das hat man vorher noch nicht gewusst. Und ist mir mal gesagt worden, das ist nicht lebensgefährlich gewesen, aber natürlich sehr, sehr unangenehm. Und das habe ich aber dann behoben und seitdem habe ich keine Probleme gehabt. Wie hat man das herausgefunden im Nachhinein? Ja, aufgrund von dem, was ich geschildert habe. Ich hatte das 2 Jahre lang gehabt. Es gibt ja mehrere Sportler, die das haben. Ich weiß nicht genau, was der Stefan Lichtsteiner gehabt hat oder der Sami Khedira oder wie die alle heißen. Die haben das, oder Galo Janko, die haben das natürlich auch gehabt. Etwas in die Richtung. Und das kann man heutzutage sehr, sehr gut beheben. Und eben Lebensgefahr hat nicht bestanden. Nie. Und trotzdem war es unangenehm gewesen. Aber das war dann eine Operation, die ich gemacht habe, irgendwie 5 Tage vor einem Bundesligaspiel. Und dann habe ich 90 Minuten Bundesliga geshootet und es ist alles gut gegangen. Ich möchte eine kurze Zeitreise machen. Zurück. Ich bin 1977 geboren, 1981 von Solothurn nach Muttenz gezogen, etwa 1 Kilometer Luftlinie vom St. Jakob. Und ich habe gehört, dort als 4-5-Jähriger, wenn der FCB ein Goal gemacht hat oder wenn Guns N' Roses dort gespielt haben. Du bist auch in der Region aufgewachsen. Wie bist du das erste Mal mit dem FCB in Verbindung gekommen? Oder wann hast du das erste Mal realisiert, dass dort etwas Besonderes ist? Relativ schnell, weil der Vater mir das mitgegeben hat. Oder? Es ist wirklich so, dass das ja bei uns Tradition ist, dass von Generation zu Generation, also der Papa nimmt den Sohn mit. Oder die Mama nimmt den Sohn mit, gibt es ja mittlerweile auch, oder die Tochter. Und das ist bei mir so gewesen, das ist weitergegeben worden, Generation zu Generation. Und ich mag mich erinnern an das erste Spiel. Ich weiß aber nicht mehr, gegen wen es war, aber ich weiß noch, dass der Ernie Meissen einen Goal gemacht hat. Ja. Und Ernie war so ein bisschen mein erster Held gewesen. Und dann sind dann die Artemir Smajic und so gekommen, oder? Und André Sittek, wo ich mich sehr, sehr gut daran erinnern. Und schwierige Zeiten natürlich, wo ich das erste Mal richtig ins Stadion gegangen bin. Das ist halt schon dann eher Nazi B. Also die ersten sind noch Nazi A, aber dann Nazi B. Und das sind harte Zeiten für uns, aber hat uns irgendwie so leidensfähig gemacht. Und ja, muss ich dir ja nicht erklären. Also das packt einem gerade, man geht einmal dort rein und man ist infiziert. Wann hast du gewusst, dass du auch mal bist dort auf dem Platz stehen?
Ja, gewusst, relativ spät. Ich habe es mir immer gewünscht. Ich meine, ich bin beim FCH gross geworden. Und der FCH ist schon krass, wenn man so ein bisschen schaut, wie viel als der Weg vom FCH, von der Jugendabteilung in die Super League geschafft haben. Ist eigentlich schon krass, oder? Und wer ist dort noch so? Ja, der Dani Stucki ist bei uns gesehen. Cyril Glan hat ein Super League-Spiel gemacht. Gaetano Cialanza, Theo Disseris, Alex Frey. Meine Wenigkeit. Kenne ich beide nicht. Eben, ja. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber es sind, glaube ich, noch mehr, oder? Ja, ja. Und es ist schon krass, weißt du? Und früher war es halt ein bisschen so, dort ist man nicht schon mit 9 oder mit 10 zu Basel gegangen, sondern es gab dort irgendwie noch 10-1 und B-1 und so. Und der FCH hat immer wirklich sehr, sehr gute Junioren gehabt und hat in dieser Kategorie gespielt. Und wir haben halt nicht gegen Münchenstein oder gegen Rheinach gespielt, sondern gegen GC und gegen St. Gallen. Und da hat sich schon früher doch ein bisschen die Rivalität in mir gegen die Vereine zeigt. Und ich glaube, ich war sehr talentiert gewesen, bis ich in die Pubertät gekommen bin. Und dann bin ich sehr schnell gewachsen. Wir haben auch ein bisschen andere Sachen noch interessieren. Und ich habe dort eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich Profi werde. Aber wir haben natürlich, eben als ganz Kleine, haben wir alle den gemeinsamen Traum gehabt, einmal beim FC Basel zu spielen. Und das Schöne ist, oder auch der Alex, wenn wir die Jungs von damals gesehen, jetzt, ich meine, die haben sich alle so mega gefreut, weil sie einfach gewusst haben, wir spielen auch für sie. Ja. Also wir haben wirklich den gemeinsamen Traum gehabt, wir haben auch für sie gelebt und sie haben uns immer supportet. Und das ist schon schön, die Begegnungen habe ich immer sehr, sehr gern. Das finde ich extrem spannend. Du sagst, du bist talentiert gewesen als Kind, also irgendwie 7-8-Jährigen im Jahr, hast du irgendwann dann einmal im Verein gespielt, hast das durchgezogen und dann mit 13, 14 bekommt man ja dann, bei mir ist das genau gleich gewesen, ich habe im SC Steiner Regio geschuttet, nicht so talentiert gewesen und habe mich dann aber auch für andere Sachen interessiert und habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich mich die anderen Sachen mehr interessiere. Und dort dann auch gemerkt, dass ich mehr Talent habe in allen anderen Sachen. Wie ist denn das trotzdem noch gekommen, dass du hast dann plötzlich mehr Goal machen und dann sind irgendwelche Berater, keine Ahnung, andere Vereine auf dich aufmerksam geworden? Oder was ist da passiert? Nein, das ist Gott sei Dank noch nicht so viel. Da hat es noch nicht so viele Berater gegeben. Da haben wir wirklich das noch irgendwie selber ein bisschen miesen managen. Ich sage miesen. Und das hat auch gut getan, weil das trifft, da kann sich auch eine Persönlichkeit entwickeln. Oder? Es ist so gewesen, dass ich relativ früh in den C-Junioren gespielt. Ich glaube, ich hätte sogar noch eine Saison können spielen. Also ich war sehr, sehr früh oben. Gewesen. Und durch das ich dort, auch wenn es das komisch klingt, halt körperlich noch der Schwächste war, habe ich halt andere Lösungen müssen finden. Oder ich musste technisch enorm arbeiten. Ich habe spezielle Laufwege müssen machen. Also ich habe mich nicht auf meinen Körper und meine Schnelligkeit verlassen, sondern ich habe andere Lösungen müssen finden im Spiel. Und dann ist der Körper irgendwann nachgekommen. Und dann habe ich mit dem Problem gehabt, wenn ich merkte, ich bin träge, unbeweglich. Und irgendwie, wo das abgeschlossen war, ich habe dann einmal einen Vereinswechsel gemacht, ich bin von Aarst zu Arlesheim und habe aktiv Fußball gespielt. Und plötzlich hat das zusammen angefangen und dann hat alles wieder so geflutscht, wie bei den E-Junioren und so. Es ist einfach wieder alles gegangen. Ich war beweglich gewesen, für meine Größe relativ gute Technik. Also das alles, was ich mir erarbeitet habe, ist mir dann entgegengekommen. Und dann, weiss ich noch, bin ich an eine Turnier eingeladen worden vom FC Basel, so eigentlich als Test in Pforzheim. Das war ein internationales Turnier gewesen. Und in diesem Turnier bin ich Torschützenkönig geworden und ich glaube sogar noch als bester Spieler ausgezeichnet. Ich als Amateur, oder? Mit der Mannschaft von Arlesheim oder mit der Mannschaft vom FCB? Nein, vom FCB. Ja. Und Rudi Zbinden war der Trainer gewesen. Und irgendwie ist dann alles so schnell gegangen. Und 3 Monate später habe ich auf der Geschäftsstelle vom FC Basel, das war noch in der Lea Matschstrasse gewesen, damals, habe ich den Christian Gross gesehen das erste Mal. Und der hat schon alles gewusst von diesem Turnier. Und irgendwie bin ich dann 2-3 Monate später schon mal das erste Mal auf der Bank in der ersten Mannschaft. Also wirklich vom Drittliga-Kicko oder Zweitliga-Kicko auf die Bank vom FC Basel auf der Schützenmatt. Ist eine geile Story eigentlich, oder? Ja, ist eine super Story. Du bist aber dann unter dem Christian Gross gar nicht so zum Einsatz gekommen, oder? Du bist dann zu Kongeli ausgelehnt worden, glaube ich. Relativ bald. Ja, also es ist so, dass natürlich der FCB ist dort halt wirklich auf dem aufsteigenden Arsch gewesen. Sie haben natürlich auch sich immer ein Rossi gerade verpflichtet. Da hast du Kuman Trakis noch gehabt, Tolo und Thum. Also weißt du, da habe ich Stürmer vor mir gehabt, Andi Muff damals von GC weg als vermeintlich grösstes Talent im Schweizer Fußball. Da sind für mich relativ schwierig gewesen. Und dann bist du einfach der Junge, oder, der unten raufkommt. Und ja, ich bin da durch eine harte Schule gegangen, aber auch das habe ich gebraucht. Und ich habe halt immer
brutalen Ehrgeiz gehabt. Das ist wahrscheinlich das, was mich auch beim Fußball gehalten hat, weil mir haben die anderen Sachen übrigens auch gefallen, dann, oder? Als ich in der Pubertät war. Da reden wir nachher noch genau. Aber den Biss habe ich halt schon immer gehabt. Und wo der Christian Gross mir gesagt hat, ich weiss das noch, wir sind dort im Joggeli vor dem schwarzen Brett am Wurststand gehockt und hat gesagt, jo Marco, es wäre gut, wenn du zu Kongeli würdest spielen, dann kannst du Spielpraxis sammeln. Und für mich war das eine grosse Ehre, das war eine Challenge gewesen, oder? Dazumals. Das hat dich wirklich nicht gestresst? Nein, überhaupt nicht. Weil ich habe wirklich, der Peter Schädler ist der Trainer gewesen, ich habe gewusst, wie viel er von mir halten, dass er mich unbedingt will. Ich habe ihn von erst noch kennt. Für mich war das eine Ehre, Challenge League zu spielen. Das ist nicht irgendwie ein Muss gewesen, sondern ich wollte das wirklich machen. Und der Christian Gross hat gesagt, ja Marco, wenn du dann Ende Saison 10 Goal hast, dann treffen wir uns doch nicht am Wurst, und dann treffen wir uns noch anders. Und die 10 Goal habe ich relativ schnell gehabt, also vor der Winterpause. Und dann bist du aber zu tun. Ja, also ich bin ja nochmal dann zurückgekommen und Konkurrenz ist eben auch noch da gewesen. Und ich bin wirklich, ich habe ein sehr, sehr gutes Umfeld. Ich bin einer, der wirklich sagt, okay, mein grosser Traum war immer, beim FC Basel zu spielen, aber ich habe halt gewusst, dass vielleicht noch gewisse Sachen fehlen und dass Rhythmus das Wichtigste ist im Fußball. Und für mich ist auch hier, Hans-Peter Latour, habe ich vor das Assistenztrainer beim FCB gehabt. Ich habe gespürt, dass er mich unbedingt will, dass er mich will fördern will. Und bei Thun ist natürlich der Druck nicht so gross. Und da kann man auch mal einen Jungen reinfallen. Und er war sowieso einer meiner grossen Förderer in der Karriere, oder? Und dann ist das für mich absolut klar gewesen und eine absolute Ehre beim FC Thun spielen in der Super League. Ich meine, wie geil ist das denn, oder? Und auch dort hat es dann funktioniert und dann bin ich dann zurückgekommen und dann hat mich der Christian Gross nicht mehr rausgenommen. Das ist eine extrem schöne Geschichte. Ich finde, das zeigt auch extrem gut einen Generationswechsel, was geht, oder vielleicht sogar zwei oder drei in der Zwischenzeit im Fußball. Ich glaube nicht, dass junge Fußballer heute, die im Geschäft sind, so reden wie du, ganz ehrlich gesagt, oder sehr wenig. Nur ich habe überkomme das von außen anders mit über irgendwie. Wenn man nicht spielt, ist man hässig, beleidigt, geht nicht mehr trainieren, provoziert den Vereinswechsel, irgendwie so. Nimmst du das auch so wahr, dass die Jungen jetzt, also es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Altherrenmusik, die wir hier spielen, aber dass die das nicht mehr haben, was du sagst, hey, der Hans-Peter Latour will mich, der bringt mich weiter. Und mein Plan ist immer noch, ich will dann irgendwann einmal beim FCB sein, wenn ich so weit bin. Ich glaube, man muss den jungen Spielern heutzutage noch intensiver einen Plan aufzeigen. Oder man muss ihnen noch mehr sagen, dass man es gut meint und dass man sie fördern will. Für mich hat das mit Förderung zu, indem man ihnen einen ganz klaren Plan gibt. Aber sie sind oft auch fremdgesteuert, das muss man ganz ehrlich so sagen. Aber, und das möchte ich auch ausdrücklich so erwähnen, es gibt trotzdem noch die, die ganz klar sind und sagen, wir machen den Weg. Und oft ist es mit Erfolg verbunden. Und das ist natürlich, und das ist etwas, was ich als Sportchef zum Beispiel den jungen Spielern immer versucht habe mitzugeben, zu sagen, schau, ich selber habe den Weg auch gemacht. Ich kann aus Erfahrung reden, dass das Richtige war. Und das ist dann schon etwas, was sie zuhören, oder wenn du etwas selber erlebt hast. Und das habe ich schon gemerkt. Aber es gibt natürlich auch die sagen, hey, nein, schau, ich setze mich beim FC Basel durch und dann spielen sie halt irgendwann einmal in der zweiten schwedischen Liga, wenn sie nicht hören. Das kann auch sein. Aber es gibt natürlich auch die, die sich dann trotzdem durchsetzen. Ich meine, wir haben ja nicht immer recht, die das früher gemacht haben. Und von dem her, ich möchte das nicht so pauschal sagen, dass das jetzt heute komplett anders ist als damals. Aber die Tendenz ist schon so, und das macht mir Sorgen, es ist viel mehr Geld vorhanden. Früher haben wir wirklich unglaublich bissen, um beim FC Basel in die erste Mannschaft zu kommen. Und momentan ist es einfach ja, so wie selbstverständlich. Ja. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht. Du hast das vorher angesprochen, als du noch jünger warst, oder? Du hast die eigenen Berater müssen sein. Berater ist ein grosses Thema im Fußball, so eine Unterwelt, die man als Zuschauer nicht so recht mitbekommt. Es taucht immer wieder mal einen auf, der komische Geschäfte macht und so. Gibt im Fußball auch einen extrem komischen Ruf teilweise. Findest du dich zurecht in dem? Weil wenn du jetzt über Fußball redest, merke ich, du bist jetzt mit drin, oder? Du hast, das ist wie wenn ich über Musik rede, das Leben lang nichts anderes gemacht. Aber es gibt schon auch Seiten, die dich wahrscheinlich im negativen Sinn beschäftigen. Ja, absolut. Weißt, und ich möchte nicht den Stab brechen über Berater, weil das sind Geschäftsleute. Das ist nur mal der Fußball ist so viel Geld vorhanden und das macht ein Stück weit auch der Fußball, der wunderschöne Sport, ein bisschen kaputt. Oder? Und trotzdem gibt es auch sehr, sehr gute Berater, die wirklich zu den Jungs schauen.
Und auch speziell in der Schweiz haben wir wirklich gute Leute. Aber mittlerweile, eben durch das so viel Geld vorhanden ist, ist nicht nur noch ein Berater da, sondern an einem Transfer verdienen zum Teil 5-6 Berater. Und je nach Kontinent wahrscheinlich noch mehr. Ja, ja. Und da kann ja nicht alles super sein, oder, wenn es um so viel Geld geht. Und das ist etwas, was mir unglaublich Sorgen macht, weil du hast es vorher gesagt, oder? Und schön, dass man das merkt, dass mir Fußball einfach unglaublich viel bedeutet. Aber das Spiel, der Sens-Fußball, wo wir alle damals gespielt haben, wie wir eine riesige Freude daran hatten, ja, das geht ein bisschen verloren und das tut mir unglaublich weh. Kannst du noch normal ein Fußballspiel schauen und das geniessen? Ich denke jetzt an Champions League-Finale, Chelsea, Manchester City. Kannst du dort. Ah, du bist im Studio gesehen. Ja. Du bist im Studio gesehen, ja. Dann kannst du wahrscheinlich nicht so genießen, weil du musst ja Analyse machen. Aber sonst, wenn du einen oben frei hast, ein Europacup-Spiel läuft, wo du nicht als Experte im Studio bist, kannst du im Sofa hocken und denken, so, heute oben schaue ich einen geilen Match? Oder siehst du bei jedem Spielzug, der hat müssen dort, der hat das müssen? Ich kann es genießen mittlerweile. Aber es ist natürlich so, wenn ein Herz an einem Club hängt, dann wird es schwierig, weil dann bin ich auch Fan. Oder? Und wenn jetzt aber du sagst Chelsea gegen Man City, das sind jetzt zwei Mannschaften, die jetzt nicht extrem mein Herz berühren. Ja. Und trotzdem habe ich ein sehr gutes Fußballspiel gefunden und ich habe es können geniessen. Ich bin total neutral und dann hat das Spass gemacht. Aber ich bevorzuge lieber eine Mannschaft, die ich gerne habe, wo ich mich richtig aufregen kann, aber auch richtig freuen kann. Also ich bin nicht so gern, weißt du, so irgendwie in einer Phase, wo ich zu wenig Emotionen habe. Manchmal habe ich zu viel, ich habe oft zu viel und nach oben und auch nach unten. Und das ist irgendwie das, was das Fernsehen ausmacht. Und das ist ja das, was der Sport, das sind wieder die schönen Seiten vom Sport. Oder? Und das werde ich ein Leben lang in mir drin haben. Ich habe einen 7-jährigen Sohn, der Fußball spielt. Wir schauen viele Matches zusammen. Und er hat mir wie beigebracht, ein Fußballspiel schauen macht viel mehr Sinn oder viel mehr Spass, wenn man für eine Mannschaft ist. Oder er fragt immer am Anfang des Spiels, für wer sind wir? Auch wenn wir Highlights schauen, ja. von der Bundesliga oder so. Und er ist dann immer einfach für die 1-0 führen. Oder? Das ist geil. Hast jetzt, wenn Chelsea und Man City schaust, hast du wirklich keine Mannschaft, die ein bisschen mehr hilft? Oder geht es dir auch so, dass wenn die eine Mannschaft in Rückstand gerät, dass du dann findest, so kommt nochmal? Ich habe ein bisschen mehr Sympathie für Chelsea gehabt. Wieso es das so ist, weiß ich nicht genau. Aber sicher bin ich auch ein bisschen geprägt oder werde ein bisschen beeinflusst von meinem Sohn. Es geht auch so, der ist zwar ein bisschen älter, der ist 12. Und irgendwie finden wir es geil. Vielleicht ist es typisch Schweizer, dass man hilft auch ein bisschen im Aussenseiter. Ja, genau. Und Chelsea ist in diesem Spiel leicht der Aussenseiter gewesen. Und ich finde einfach, da kommen wir vielleicht nachher darauf zurück, Der Frank Lampard, den ich unglaublich schätze, als Spieler, aber auch als Trainer, denke ich, wird er eine gute Karriere machen. Der hat, glaube ich, im November gesagt, mit dieser Mannschaft kann ich noch keine Titel gewinnen. Und dann kommt der Tuchel und ist im FA Cup-Finale, wo er leider verloren hat, vierte souveräne Champions League, in Anführungszeichen, und gewinnt die Champions League. Ja. Und dann muss ich sagen, wow, was für eine geile Geschichte. Die haben ihn bei Paris weggeschickt und er gewinnt hier Champions League. Und irgendwie ist das so ein kleiner Mali. Und ich gönne das im Thomas Tuchel sehr. Und darum sind Sympathien ein bisschen mehr bei Chelsea und Thomas Tuchel gewesen, weil der Rondo hat zwar nicht mit Manchester City, aber schon sonst sehr viel gewonnen. Genug gewonnen, kann man, kann man so sagen. Und sind ja eigentlich auch genau solche Geschichten, die man im Fußball gerne hat. Oder? Absolut, völlig. Wenn man noch immer muss gehen und dann gewinnt man so am anderen. Ist halt ein bisschen schwierig gewesen, weil ich ja selber aktiv beim FC Basel, ja, wir sind ja immer die Gejagten gewesen, oder? Und darum haben wir ja oft die außerhalb von Basel den anderen geholfen, weil immer der FCB Meister geworden ist. Und darum habe ich doch ein bisschen gemischte Gefühle, weil ich ja eigentlich manchmal auch weiss, wie schwer es als Favorit ist, oder? Und ja, es ist nicht so, dass ich jetzt Man City total unsympathisch finde, aber ich finde, der Richtige gewonnen. Ich möchte noch gerne mal schnell auf deinen Sohn zurückkommen, der 12 ist, der Fußball spielt. Du hast das bei der Claudia Lesser im Talk auch kurz angesprochen und bist extrem diplomatisch gewesen. Du hast gesagt, ja, der hat viele Talente, hat viele, die ihn interessiert, er soll machen, was er will. Ich unterstütze ihn überall. Ich merke es bei mir selber. auch vor allem, wenn ich an einem Match bin vom Kleinen und er macht ein Goal oder so. Es ist schon extrem schwierig, sich zurückzuheben.
und sage, ja, nein, nein, wenn du willst, kannst du auch Volleyball spielen und ist alles gut, geh doch studieren und so. Es gibt schon auch eine Seite bei dir, wo also ich kann ja nicht anders sein, wo sich wünscht, hey, das wäre schon extrem schön. Ja, ich kenne ja beide Seiten vom Fußballgeschäft. Von dem her, es ist ja so, natürlich freue ich mich, wenn er gut steht. Ich bin ja gerade, ich bin auch noch im Trainerteam von der Mannschaft. Dann ist es noch speziell. Du musst noch mehr zusammenreden. Du musst schauen, dass du ja nicht den Sohn bevorzugst. Und das mache ich auch. Also vielleicht zu extrem. Du hast vorher gesagt, du hast einen Schlüssel definiert, dass jeder gleich viel Spielzeit hat. Ja, ich bin sehr sozial und ich will dass jeder Freude hat. Weil das geht ja in einem Dorfverein, geht es ja auch ein bisschen darum, dass jeder auch Freude hat. Weil die Talentierten, das wird dann irgendwann mal selektioniert. Oder? Und ja, bei meinem Sohn ist es so, ich sage einfach, es ist ein gewisses Talent vorhanden, aber nicht auf den ersten Blick. Er ist ja auch einer, der es jetzt zum Beispiel nicht mit der Geschwindigkeit macht. Und ich merke jetzt auch hier, ich habe das vorher bei mir ein bisschen gesagt, er muss andere Lösungen suchen. Und er ist ein Neuner, was für ein Zufall. Und er macht halt einfach gewisse Sachen, wo ich muss sagen, wo vielleicht einer, der nie selber auf dem Niveau Fußball gespielt hat, vielleicht nicht, noch nicht sieht. Wo ich schon sehe, dass er intuitiv gewisse Sachen macht, wo ich muss sagen, das ist hochspannend. Aber wo der Weg anführt, nochmal, er ist mega ehrgeizig. Auch das hat er von mir. Meine Frau ist zwar auch ehrgeizig, also er hat die doppelte Portion, das ist immer richtig cool. Er ist aber sehr, sehr gut in der Schule. Also wir haben Gott sei Dank überhaupt keine Probleme bis jetzt, aber er kommt natürlich jetzt in die Pubertät. Mal schauen, wo das anführt. Da kommen dann die anderen Interessen genau. Das Foto wahrscheinlich jetzt mit 12 schon langsam an. Ja. Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, die mich als Fußballfan immer interessiert haben und ich habe sie noch nie jemandem können stellen, der Bescheid weiss. Mhm. Wie viele Paar Kickschuhe hat man als Profifußballer? Es kommt ein bisschen darauf an, was für einen Ausrüstervertrag du hast. Ich war mein Leben lang bei Nike. Weil ich sage, ist es glaubwürdig, wenn du Mitte der Karriere der Ausrüster wechselst? Erstens einmal ist mir Geld nicht der erste Antreiber, überhaupt nicht. Und zweitens, das ist mein Werkzeug, wo ich seit klein, ich bin ein Nike-Spieler. Und das ist natürlich so, da werden natürlich die Farben auch immer anders wieder und das Material wird dünner und leichter. Und es ist schon so, dass eigentlich, würde ich sagen, alle drei Monate kriegst neue Barkickschuhe und zwar etwa vier Stück, also zwei Stollen, zwei Nocken. Also ganz oft ist es so, dass man also wenn jetzt wirklich ein bisschen kaputt sind, mit dem Rhythmus, den wir spielen, würdest du ein halbes Jahr sicher mit Kickschuhe auskommen. Aber dann kommt noch der Faktor Aberglauben dazu. Also weißt du, wenn ich eine Bälle habe, wo ich oft Kisten getroffen habe und dann habe ich ein neues bekommen und das war nur die Farbe anders und es geht nicht mehr. Dann ist Stelle von Co an den Betreuer von Nike und gesagt, hey, ich kann nicht mit denen spielen, weil ich treffe nur mit den anderen. Oder? Also, um auf deine Frage zurückzukommen, wir haben nie ein Loch in der Kickschuhe gehabt. Also, es ist immer sehr, sehr schnell gewechselt worden und wir haben zum Beispiel unsere Kickschuhe, die oft sehr neu noch gesehen sind, haben wir dann zum Beispiel noch im Seredier mitgegeben, da hat es in die Elfenbeinküste geschickt und ja. Wir haben gute Sachen mit diesen Kickschuhen gemacht. Oder auch mal in einem Fan nach einem Match, da kann man ja auch Leuten Freude machen. Also es ist nie vorgekommen, dass du ein paar Kickschuhe, die eine wichtige Kiste gemacht hast damit und sie vielleicht irgendwie langsam abgenützt sind, dass du die flicken lassen hast oder nochmal eingewachsen hast für ein nächstes Spiel? Nein, aber ich habe natürlich schon gewusst, okay, in vier Wochen haben wir das Champions League Achtelfinale. Und wenn ich jetzt mit der neuen Kiste nicht treffe, dann muss ich die schon wieder rausholen. Aber Gott sei Dank ist ja dann nach zwei, drei Spielen, ich habe nie eine Phase gehabt, wo ich jetzt irgendwie 10 Spiele kein Goal gemacht habe. Also von dem her ist das immer relativ einfach gewesen bei mir. Sehr schön. Und die Schuhe, die sind auf die Fuß zugeschnitten worden, genau. Das sind nicht die, die ich in einem Sportgeschäft holen ab der Stange. Ja, du würdest den Unterschied nicht sehen, aber vielleicht merken. Es ist natürlich so, das ist unser Werkzeug, unsere Fies. Und es gibt schöneres als Fußballer-Fies, muss ich ganz ehrlich sagen. Weißt du, Thema Blotern, eben wenn du so oft musst den Schuh wechseln, dann ist es schon so, dass man das halt am Fuß anpasst. Und dann ist es halt wirklich wie ein Finken. Also diesen Luxus hat man als Fußball. Ja, hoffentlich auch. Ja. Hoffentlich auch. Eine andere Frage, die ich mir immer gestellt habe, oder die ich mir gewünscht hätte, könnte ich mal Müsli sein. Einmal konnte ich ein bisschen sein bei der bekannten Kabinenanspruch von Christian Gross an die Mannschaft mit dem Hakan Yakin und all den Beteiligten dort. Die
Trainer angesprochen in der Halbzeitpause, in der Kabine. Da kannst du mir sicher erzählen, wie das zu gehen. Ich als Fan stelle mir vor, so, die sind 2-0 hinter, jetzt gibt es einen Zusammenschiss, auf Deutsch gesagt. Oder jetzt werden die angeschrauen. Ich würde denen, sagt man ja dann immer, wenn man auf der Tribüne hockt, ich würde denen jetzt mal die Kappe waschen. Passiert das wirklich? Wird dort umgeschrauen? Wird dort gelacht? Oder was passiert in einer Kabine in der Pause? Das ist total individuell. Es ist so, ich habe in meiner Karriere das Glück, sehr, sehr viele verschiedene Trainer zu erleben. Und jeder ist unterschiedlich. Ich hatte Trainer, die haben nichts gesagt, sondern einfach, ich muss es besser machen. Sonige, die um sich geschrauen haben, sonige, die eher motivierend waren. Meine Karriere, also je näher meine Karriere zu Ende gegangen ist, desto mehr neue technische Mittel hast du zur Verfügung gehabt. Der Paulo Sosa zum Beispiel, immer wenn wir reingekommen sind in der Pause, hat er schon die ganzen Szenen von der ersten Halbzeit von seinem Videoanalyst noch vorbereitet vor einer grossen Leinwand. Du hast gerade die Szenen angeschaut, also unmittelbar, die vorher gesehen sind. In der Pause. Und er hat dann versucht, taktisch Einfluss zu nehmen. Hast Leute gehabt, wie der Thorsten Fink, wo sehr emotional waren, aber positiv. Aber ich hatte Felix Maga gehabt, der hat manchmal gar nichts gesagt, manchmal hat er uns komplett zusammengeschissen. Und was hast du am liebsten gehabt? Was hast du das Gefühl gehabt, was hätte für die zweite Halbzeit weitergebracht? Ist es eine Mischung gewesen oder je nachdem? Ich bin grundsätzlich ein Mensch, wo selber sehr über das Loben kommt. Über Wertschätzung allgemein im Leben, das ist für mich ein ganz zentraler Wert. Und ich bin schon einer, der eher über Motivation kommt, über die positive Motivation und hat das auch am liebsten gehabt, wenn man mit mir so umgegangen ist. Also wenn man dir gesagt hat, das und das, das hast du gut gemacht, mach weiter so. Ja, also das ist schon etwas, wo, aber darum ist es, sage, es wird, wir haben das vorhin schon angesprochen, auch bei der neuen Generation, es wird halt schon immer, das Coaching wird immer individuell und darum ist es auch immer sehr, darum ist es sehr schwierig mittlerweile für Trainer, die halt die Ausbildung nicht gehabt haben. Oder? Darum werden Trainer tendenziell auch ein bisschen jünger. Und das glaube ich, da bin ich hundertprozentig sicher, es wird aus Coaching, wie man beim American Football sieht, jede Linie hat eigentlich einen eigenen Coach. Und dann hast du irgendwie den General Manager oben dran und ich glaube, es wird auf das ansteuern, dass irgendwann wirst du einen Mittelfeldtrainer haben, wirst du einen Stürmertrainer haben, Goalie-Trainer hast du schon lange, hast du einen Abwehrtrainer und oben dran hast du den General Manager. Und ich glaube, dort hin wird es gehen, weil ein Trainer muss mittlerweile so viele Skills haben, das kann er gar nicht mehr allein stemmen. Oder? Darum, dazumals ist es halt, ich glaube, das ist eine Entwicklung, weil früher sind Trainer wirklich noch sehr, sagen, das, was ich sage, das stimmt und sicher auch härter im Umgang gewesen. Das hätte man auch noch dürfen, nicht nur als Trainer, sondern auch als Lehrer etc. Und heutzutage dürfen wir ja das alles nicht, weil alle immer gerade beleidigt sind. Und ja, also eben, wie gesagt, es ist individuell. Ich bin einer gewesen, wo man eher hat müssen abholen über Lob. Wenn ich das höre, 3 Trainer für jede Reihe von einer Mannschaft, Videoanalyse schon in der Pause, du hast das auch gesagt in einem Interview, das ich von dir gehört habe, es wird an allen möglichen Stellen wird noch gefeilt. Oder bei der Ernährung hat es angefangen. Ich sehe immer die Brustgürtel, die sie haben, wo jeder Meter analysiert wird, den ein Spieler auf dem Feld macht und so. Ich habe das Gefühl, dass das bei einem jungen Spieler auch zu einer kompletten Überforderung kann führen irgendwann. Also weißt, erreicht der Paulo Sosa die Spieler, wenn er kommt mit Videosequenzen in der Pause, nach diesem Einfluss von, ich sage jetzt mal, 40'000 Leuten im Stadion und du hast eine Chance vergeben, wichtige, und es geht um viel Geld und weiss ich, das ist ja so viel Druck und dann kommt der andere noch mit Videoanalyse und will dir zeigen, was du besser machen kannst. Stellst du dann nicht einfach ab und sagst, hey, lass mich in Ruhe, ich probiere jetzt einfach im nächsten 1-gegen-1 den Zweikampf zu gewinnen? Das ist das Einfache vom Fußball. Schlussendlich geht es ja darum, den Zweikampf zu gewinnen. Da hast du schon recht. Aber es ist schon so, dass du eigentlich in der Pause empfänglich bist für solche Sachen. Weil es ist nicht so, dass er 100 Szenen zeigt, sondern er tut. Und das ist ja auch eingespielt. Und du hast das immer wieder beim Team. Der Paulo ist gekommen und hat seine 4-5 Leute mitgebracht. Also der hat nicht nur einen Assistent mitgebracht, der hat einen Videoanalyst mitgebracht, der hat alles mitgebracht. 2 Assistenten. Und jeder hat genau seine Aufgabe kennt. Also da sind wir ja eigentlich bei dem, was wir vorher gesagt haben. Jetzt nicht für jede Linie Coach, aber für die Athletik, für die Ernährung. Dort für alles hat er die Hauptperson, eine Hauptverantwortliche gehabt, die er schon x Jahre zusammen schafft. Und darum war das alles eingespielt gewesen und er hat genau gewusst, der Videoanalyst, die 3 Szenen braucht der Paulo.
Und das hat er von oben gesehen. Und dann bist du schon empfänglich. Ich war Stürmer, ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass so schnell wie möglich der Ball zu uns führen kommt. Ja. Oder? Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, der Paulo Sousa hat rein taktisch, habe ich glaube bei keinem anderen Trainer so viel gelernt wie bei Paulo Sousa. Und das war der letzte Trainer von meiner Karriere gewesen. Der Paulo war unglaublich fortschrittlich in der Trainingslehre. Und es ist wirklich nichts im Zufall überlassen worden. Selbst im Training sind, wenn du bist gut trinken, das hat innerhalb von 30 Sekunden müssen sein. Also es ist alles so matchgetreu gewesen, sogar Trainings. Und ich habe das cool gefunden. Es war eine mega tolle Erfahrung gewesen. Und hat mich auch als Stürmer taktisch wirklich auf ein anderes Level gebracht. Das war sehr, sehr spannend gewesen. Noch eine Frage. Es fallen mir immer wieder Fragen ein, währenddem du redest. Aber das ist eine, die ich vorbereitet habe und aufgeschrieben habe, beim Penalty-Schiessen. Keine Ahnung. in welchem Moment als Profi entscheidest du, wo du hinschiessest? Es gibt ja die Liste, wo die Goalies überkommen, ja, wo man weiss, der und der Stürmer, der schiesst dort und dort hin. Aber es stimmt ja dann wahrscheinlich gleich nicht immer. Oder? Man kann ja das auch noch ändern. Oder ist das auch bei jedem anders? Vielleicht die Frage an dich, wie hast es du es gemacht? Hast du immer an den gleichen Ort hingeschossen oder hast du irgendwann entschieden, auf dem Weg zum Penalty-Punkt, jetzt hau ihn unter rechts rein? Es sind ganz viele Fragen auf einmal gestellt und Penalty ist bei mir ein spezielles Thema. ich hatte Giovanni Drabatoni als Trainer gehabt, die grosse Ehre, und er hat mir immer gesagt, wenn du verschießt, ist dann mit Überzeugung. Und das habe ich nicht gemacht. Nein, aber wir können den Penalty 2006 wirklich als Beispiel dafür nehmen. Am Morgen haben wir Penalty-Schiessen gemacht im Training und ich habe zwei geschossen und zwei souverän verhandelt. Und es ist kein Druck da. Und wenn der Druck da ist, du läufst führen an den Penalty-Punkt, du siehst, du nimmst Blitzlichter wahr, du merkst den Druck auf den Schultern, du weißt, du bist jetzt für 5 Millionen Leute Fans verantwortlich. Und mit diesem Druck umzugehen als so junger Mensch ist nicht ganz einfach. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich kenne meine Stärken, aber ich kenne auch meine Schwächen. Und ich bin nie einer gewesen, wo bei der stehenden Ball sieht, das Freistoß und Penalty, das war nie meine grosse Stärke gewesen. Aber ich bin immer einer gewesen, der Verantwortung übernommen hat. Ich bin auch das eine oder andere Mal gescheitert, aber auch daran gewachsen. Und dort ist es so gewesen, dass ich die Ecken eigentlich während dem Anlaufen noch gewechselt habe. Also ich eigentlich in anderen Ecken wollte schiessen. Wieso auch immer, ich weiß es nicht. Ich bin dort nicht bei mir selber gewesen. Also ich bin total im Aussen und nicht im Innen. Und das ist etwas, das kann eigentlich gar nicht funktionieren. Wenn er jetzt in die andere Ecke gekumpt hat, hat dann alle gesagt, wow, der Goalie verladen. Ja. Aber er war einfach schlecht geschossen gewesen und dort habe ich... Also dort hast du die Entscheidung noch gewechselt. Ja, habe ich gewechselt. Weg. Und das ist immer schlecht. Ja. Oder? Ich glaube auch hier, es gibt natürlich die unglaublich talentiert sind, was stehende Bälle anbelangt. Ich denke, der Matti Delgado, der hat wirklich geschaut, wo der Goalie ankommt. Für mich wäre das wär technisch gar nicht möglich gewesen für mich. Und die Abläufe hat er nicht gestimmt. Und der ist einfach, der schaut und im letzten Moment tut er den Fuß öffnen oder zumachen und kann die Ecke wechseln und dann kommt der Ball so in eine andere Ecke rein. Das ist der Goalie ausgeschaut und das kann er. Weil ich habe selten so einen Penalty-Schütze gesehen. Dann ist Alex Frey, hat keine Jacke, die haut Penaltys mit einer Wucht ins Pötti viele rein, überkreuzt eigentlich. Also wenn Linksfüßer in der rechten Ecke, der Rechtsfüßer in der linken Ecke. Du musst das Goalie so früh gehen, dass du den Ball kannst heben kannst. Und die haben die Sicherheit, oder? Und darum ist ja vielleicht nicht ideal gewesen, dass der Alex Frey in der 117. Minute ausgewechselt worden ist dort, weil dann hätte ich nämlich gar nicht mehr schiessen müssen. Und die Schweiz hat den ersten Penalty reingemacht. Das ist die bekannte Geschichte und Tragik eigentlich auch, ja, an dieser Geschichte. Mir ist aufgefallen jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, und das macht dich auch aus. Du bist, du tust dich gerne so ein bisschen, manchmal, wie sagt man, auch das typisch Schweizerische nicht so gut verkaufen, wie du eigentlich gewesen bist. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast nicht die Technik gehabt, wie in der Matti Delgado. Beim Penalty, ja. Mir fällt, wenn du das sagst, eine Szene ein gegen Neuchâtel Xamax, glaube ich, wo du 4-5 Spieler im gegnerischen Strafraum austanzst, als hättest du nie etwas anderes gemacht. Und seither sage ich mit allen, die ich über Fußball rede, weil das ist nämlich ein Attribut, das dir nicht zugestanden ist. Dort hat es einfach ihm gesagt, ja, der Grosse, der macht es mit dem Kopf. Aber du bist ein filigraner Techniker gewesen, oder? Und jetzt sagst du eigentlich, du bist nicht so... Aber du beziehst es nur auf den Penalty. Ich beziehe es nur auf den Penalty, weil
Und nochmal, ich bin eigentlich, was mein Wesen anbelangt, vielleicht, ich höre das immer wieder, mach nicht, du machst ein bisschen zu viel von Understatement. Ich kenne meine Stärken und ich habe auch Selbstbewusstsein, also das ist schon so. Aber jetzt auf Technik bezogen, ich bin auch der Meinung, dass ich technisch von meiner Größe gut gewesen bin. Sicher überdurchschnittlich. Ich glaube, eben wegen deiner Größe hat es am liebsten nicht so genau ausgesehen, oder? Das ist das Problem. Das ist halt ein bisschen der Nachteil, wenn du so gross bist. Oder wenn dann, auch wenn du nicht in Form bist, dann sieht das unbeweglich hölzern aus. Oder? Und das weiss ich einfach, dass meine grosse Stärke ist der Fuß und nicht der Kopf. Also ich bin eigentlich nicht so kopfballstark gewesen. Ich bin einfach durch Größe und gewisse Bälle angekommen, manchmal das gute Timing gehabt, aber ich bin nicht der Kopfballspieler. Ja. Darum bin ich auch nicht. Ich war nicht der typische Neuner. Ich habe gerne mit zwei Stürmern gespielt, bin immer gerne über Aussen gekommen, habe sehr gerne vorbereitet. Also technisch bin ich sicher überdurchschnittlich und Kopfball hätte ich sogar noch besser machen können. Also ich habe das, die technische Fähigkeit, vor allem jetzt auf der Benalti gemeint. Und nochmal, also weißt du, mit Matti Delgado, wenn man da sagt, man ist technisch nicht so gut wie er, dann muss man sich nicht dafür schämen. Ja, schon. Schön gewesen zum Zuschauen. Genau. Muss man ehrlich sagen. Wir haben noch über Musik reden mit dir, weil im Pengpeng-Podcast heisst es ja, wir reden über Musik und Sport und über das Leben selbstverständlich. Mhm. Da haben wir jetzt schon über Sport haben wir schon viel geredet, wir kommen dann am Schluss nochmal darauf zurück. Was hat Musik für eine Rolle gespielt bei dir jetzt, bis jetzt im Leben? Mit 6, 7 hast du auf Fußball spielen. Wann ist Musik ein Thema geworden bei dir? Hey, es ist so gewesen, dass du vorher Guns N' Roses angesprochen. Das ist so irgendwie meine erste CD gewesen, Guns N' Roses. Und das sind so die ersten, wie haben die geheißen? Die Discos, die Schuldiscos, die man da gemacht hat, zuerst mal geschlossen Dance, in Anführungszeichen. Das ist, glaube ich, mit November Rain gewesen. Und das ist ja hure lang, das geht ja hure lang, das Lied. Das ist, je nachdem ist es cool gewesen, wenn du das richtige Mädchen hast und sonst scheiße, wenn du eigentlich mit einer tanzt. Ja, das ist 6 Minuten genau, lang. Ja. Genau. Musik, ich bin nicht einer gewesen, der gesagt hat, ich habe das, die richtige Musik nur gerne und die mag ich überhaupt nicht. Also, wie gesagt, ich gehe gerne an eine geile Reggae-Party, gerne an eine House-Party, gerne an eine Hip-Hop-Party, aber ich kann auch gerne mal Schlager am Oktoberfest. Weißt du, was ich meine? Für mich ist Musik ist etwas, wo, auch wenn man sich schlecht fühlt und Musik hört, dann geht es einem einfach besser. Und ich habe natürlich vor dem Spiel auch immer Musik gehört und wirklich kreuz und quer. Und es gibt nichts Schöneres, als an einen Match zu fahren und zu träumen mit Musik oder was kann noch passieren. Ja, Musik macht einfach jedes Gefühl noch schöner und noch intensiver. Was ist das, was im Moment am liebsten los ist? Alles? Hörst du Radio, oder? Ja, ich los oft Radio und mittlerweile weißt du, so wie wenn ich bei iTunes, dann sage ich einfach good feelings und dann kommt alles ein bisschen. Dann kommt eine Playlist, ja. Genau, und dann höre ich das. Aber ja, ich weiß nicht, wieso. Ich habe zum Beispiel während und ich Corona hatte, habe ich auch noch gehabt und es ist mir nicht so gut gegangen. Und dann irgendwie habe ich den Krokus auf und runter gelöst. Ja. Und irgendwie hat mir das geholfen, gesund zu werden. Also das hat sich durchgezogen, Gitarrenseite, schon eher auch. Wenn du im Auto unterwegs bist, dann ist es eher so ein bisschen Rock. Ja. Ich habe ihn nämlich einmal erlebt, ich weiß nicht, ob du dich magst erinnern, ich mag mich relativ gut erinnern. Volksus, oder? Dort haben wir uns auch getroffen. Nein, wir haben uns noch ein anderes Mal getroffen, wo ich als DJ unterwegs war, in der Balz. Okay. Im Balz-Club unten drin. Ich glaube, du hast einen sehr guten Abend gehabt. so wie du mir den Eindruck gemacht hast. Und dann kommen wir jetzt auf die andere Seite, die dich mit 12, 13, 14 dann haben, ja, interessieren. Oder der Spass am Leben und so. Und das hast du auch angesprochen bei der Claudia Lesser. Das waren Sachen, die du vielleicht als Profisportler dann nie ganz hast können auf der Seite lassen. Du bist immer wieder vielleicht einmal in Ausgang, wenn du es nicht hättest machen sollen. Bereust du das im Nachhinein oder findest du, hey, nein, das gehört zu meiner Person, das gehört zu meinem Leben? Weil, weißt du, ich damals in der Balz, ich war sehr stolz als DJ, dass der Marco, ich habe es super gefunden, dass ein FCB-Spieler bei mir in der Disco, in der Lounge nebenan hockt und Party macht. Bereue tue ich es definitiv nicht. Weil, nochmal, ich bin einer, der.
ich habe schon gewusst, wann ich gehen kann. Also es war nicht so, dass ich jetzt zwei Tage vor einem Spiel im Ausgang war. Ich bin definitiv nicht. Ich bin halt dann nach dem Spiel gegangen. Und das war natürlich für die Regeneration nicht perfekt oder überhaupt nicht gut. Ich bin aber je älter ich geworden, bin natürlich auch professioneller geworden, weil einfach in der heutigen Zeit, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, dass du irgendwie eine Party machst, dass du rauchst, dass du trinkst und so. Das geht leider, also leider. Das geht halt einfach heutzutage nicht mehr. Aber damals war mir das wichtig. Und ich bin einer und ich sehe mich immer noch als ich bin einer vom Volk. Ich fühle mich mega wohl an der Fasnacht. Ich fühle mich mega wohl an irgendeiner Knille, weiss nicht wo, ein guter Fest. Ich habe gerne Menschen und ich bin gerne unter ihnen. Und das ist auch das, die Rückmeldungen, die ich spüre. Oder? Sie akzeptieren mich auch. Und irgendwann ist das nicht mehr speziell gewesen, wenn jetzt der Streller da am Samstag zu oben um 1 noch in der Disco mit einem Bier ist. Ist vielleicht nicht mehr speziell gewesen, weil es einfach normal war. Und das bereue ich überhaupt nicht. Es gibt viele, die sagen, es wäre noch mehr möglich gewesen bei mir in der Karriere. Aber ich habe in Basel ja am besten funktioniert, weil ich einfach erst mal unglaublich viel Herzblut habe in diesem Club. Und zweitens, die Menschen auch, was soll ich sagen, ich verstand den Basel, ich weiß, wie der tickt und ich weiß auch, was ich mir erlauben kann, in den Ausgang zu gehen. Aber irgendwann ist es so gewesen, vor allem gegen Ende von meiner Karriere, auch als ich Papi geworden bin, da tun sich natürlich Prioritäten verschieben, das muss ich dir nicht sagen, das weißt. Und es hat mir auch gut getan, dass ich ein bisschen einen lockereren Lebenswandel hatte. Aber hey, ich habe so schöne Momente erlebt und ich habe so eine tolle Karriere gehabt, also ich bereue überhaupt nicht. Eben, und wenn du ständig nur nach dem Match noch ins Eisbad kannst gehen und nachher gehst du schlafen, dann hast du ja irgendwann, dann, wenn du aufhörst mit deiner Karriere, schon auch ein bisschen etwas verpasst, wenn man ehrlich ist. Ja, voll. Ist. Also ich habe auch ein Eisbad gemacht, einfach im Gaipirin. Du hast das Eisbad oral zu dir. Genau. Nein, aber das habe ich natürlich am Schluss auch gemacht, oder? Ich habe die Eisbänder und so auch gemacht, weil die Regeneration, das hast du auch vorne angesprochen, dann gehen wir weg wieder vom Fußball. Aber in der Regeneration, in der Ernährung, ist noch irgendetwas möglich. Schneller, kräftiger, das geht fast nicht mehr heutzutage. Und darum muss man in diesen Sektoren muss man sich schon sehr, sehr gut arbeiten. Hey. Nein, ich würde gerne vom Ausgang gleich nochmal schnell, ich kann fast nicht anders. Wenn ich die schon mal bei mir habe und die Themen darf ansprechen, dann mache ich das auch. Der FCB, ja, ist mein Herzensverein. Ja. Deinen auch. Ja. Das hat extrem wehgetan, die letzten 4 Jahre als FCB-Fan. Mir persönlich, auch meinem 7-jährigen Sohn, weil der hat der FCB nicht miterlebt, so wie ich ihn noch miterleben konnte. Das krasseste Erlebnis war, als ich mit dem Ball mit ihm rausging vor die Türe. FCB hat gerade verloren gegen IB. Und er mir sagt, ich bin IB, du bist FCB. Oh nein. Und du bist damals Sportchef bei diesem Verein. Und jetzt, und ich hatte eine Wulle auf euch alle. Mhm. Wirklich eine Wulle. Ich dachte, Das kann gar nicht sein. Mhm. Lass mich an. Ich mache es besser. Und jetzt im Nachhinein, nach dem Besitzerwechsel und all dem, was geschrieben und geredet worden ist und so weiter und so fort, muss ich sagen, du hast recht gehabt. Oder? Du hast den Patrick Rahmen wollen installieren. Es wäre anders gekommen. Das weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich schon. Nein, es ist ja auch so. Nochmal, wir haben, ich glaube, wichtig ist immer, dass du, wenn du irgendwie Fehler machst, dass du daraus lernst. Und leider ist es ein bisschen so, und das ist ein bisschen in unserer Gesellschaft, vor allem in der Schweiz, wie es uns halt sehr, sehr gut geht in vielen Sektoren, ist es ein bisschen so, dass man immer den Menschen sagt, was sie nicht können oder was sie falsch gemacht haben. Und es ist unglaublich harte Aufgabe gewesen, nach dieser Ära Häuslerheiz, die einfach so viel so gut gemacht haben. Und ich war auch Teil von dieser Ära gewesen, oder als Spielerrunde. Das hat einfach alles so perfekt gepasst. Und schlussendlich, inklusive mir, am Schluss auf der Tribüne gehockt und gesagt, ja, gewinnen wir halt wieder. Und ja, ist aber nicht attraktiv und weiss nicht was. Und irgendwann, und es ist krass, dass ich halt auch einer der Protagonisten in dieser Zeit war und sehr viel abgeregt habe, sehr viel Wut abgeregt habe. Und trotzdem behaupte ich jetzt, hat es die Delle gebraucht. Weil ich muss dir ehrlich sagen, jetzt, vor allem nach dem Besitzerwechsel, ich spüre eine riesen Aufbruchstimmung in der Stadt. Und ich kann dir einfach eins sagen, nein, das muss ich dir nicht sagen, das weisst. Und
du hast gesagt, dein Sohn hat das, was du erlebt hast, nicht erlebt. Aber vielleicht wird das noch. Weil wir haben auch schwierige Phasen erlebt. Ich auch. Ich bin auch auf den Steinstegen gehockt gegen Châtel Saint. Eben, ja, genau. Und das sind ja Erfahrungen, das macht einem irgendwie, da wird man nur noch extremer erfahren. Das geht noch tiefer. Vor allem, wenn man auch die Schattenseite kennengelernt hat. Es war jetzt schon sehr krass gewesen, vor allem die letzten zwei Jahre. Und es ist immer wirklich in die falsche Richtung gegangen. Aber jetzt, wenn man die Kurve kriegt, und das traue ich ihnen zu, dann wird eine Euphorie in die Stadt kommen, das muss ich dir nicht sagen, und dann brennt das. Und wenn du es dann irgendwann wieder mal schaffst, Meister zu werden, dann weißt du, was los ist in dieser Stadt. Und das ist etwas, auf diesen Weg freue ich mich sehr. Bist du ein Teil von diesem Weg? Ich würde es mir fest wünschen, muss dir ganz ehrlich sagen, weil, weißt du, nach dem, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, dass ich eine Wolle hatte auf euch alle, dir, und da habe ich das Gefühl, da rede ich für ganz viel. Dir hat man es irgendwie noch verziehen können. Mhm. Ich weiß nicht, du hast immer gesagt, weißt, es ist vielleicht das grosse Schuh, den ich mir angezogen habe und ich bin neu in diesem Geschäft und ich habe mir zu viel zutraut. Oder was auch immer. Im Nachhinein muss man sagen, wahrscheinlich hast du nicht zu viel zutraut. Wahrscheinlich bist du der Einzige gewesen, also sage ich jetzt, als Außenstehender, wo richtig hat wollen oder gut gehandelt hat, die richtigen Entscheidungen getroffen hat, aber das nachher einfach nicht durchziehen konnte. Aber jetzt habe ich das Gefühl, wäre wieder ein Moment da, wo ein Team rum wäre dort, wo deine Entscheidungen stützt, wo du kannst durchziehen, deine Ideen und deine Leidenschaft gewinnbringend für einen Verein wieder kannst einbringen. Ja, also es ist ja so, dass ich ja immer gesagt habe, weißt, es wäre sicher einfacher gewesen mit einer anderen Kommunikation von meiner Seite, da wären ein paar Sachen wären vielleicht da ans Licht gekommen und gesagt, okay, ja, das verstehen wir, wieso ist das so und so gewesen. Ich habe mich entschieden, dass ich nichts über das sage, weil ich will meine Würde und meine Ehre abhalten. Oder? Und das macht man auch nicht, oder? Dass man jetzt gut nachtreten kann. Das werde ich auch jetzt hier überhaupt nicht machen. Aber ja, es ist eine schwierige Konstellation, sagen wir es einmal so. Und es ist immer so, ich meine, man wird nur besser mit Erfahrung. Man kann 100 Ausbildungen machen, die Erfahrung ist das, was schlussendlich zählt und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Aber irgendwann geht es nicht mehr. Du merkst, dass es in eine Richtung geht. Weißt, ich habe eine Familie, die Gesundheit ist sehr, sehr wichtig. Und wenn du merkst, alles von davon leidet, dann musst du irgendwann den Stecker ziehen und die neu sortieren. Und nochmal, es geht um Verantwortung. Ich weiss, für was ich Verantwortung muss übernehmen muss. Und ich weiss auch ganz klar, für was ich nicht dafür komme. Und das sind auch ein paar Sachen gewesen. Und ich habe mich jetzt mich extrem am Weiterbilden. Ich bin die Erfahrung, die ich gemacht habe, habe ich alles nochmal reflektiert. Ich habe versucht, mir Gedanken zu machen, was hätte ich dort anders machen können. Hätte ich dort ein bisschen konsequenter sein müssen. Ich habe mit diesem Thema abgeschlossen und bin eigentlich offen für die Zukunft, sagen wir es so. Und du merkst, wie viel mir der Verein bedeutet. Und ich glaube, das ist etwas ganz Entscheidendes. Das habe ich auch gespürt. Dass die Bevölkerung, der grosse Teil, weißt, es gibt immer die 2-3%, die Scheiße finden. Ja, ja. Und das ist für mich aber schwierig. Reden wir nicht. Das ist für mich auch schwierig, weil ich eigentlich. Ich würde es schön finden, wenn mich jeder gerne hat. Aber ich habe das müssen lernen, dass das halt einfach nicht der Fall ist. Und dass man leider. Oder dass die Meinung von einem Forumschreiber oder von einem Leserbriefschreiber halt nicht die Meinung der Bevölkerung ist. Oder 2-3 pfeifende Fans in St. Gallen. Genau. Und ich habe meine richtigen Schlüsse. Ich muss schauen, was die Zukunft bringt. Es kann sein, dass ich irgendwann wieder ein Teil davon bin, weil ich glaube, dass der Titel Sportdirektor oder Sportchef, ich glaube, ich habe Skills, die eher auf andere Funktionen zugeschnitten sind als auf die. Also es könnte eine andere Position sein. Ich glaube, die Antwort, die nehmen wir sehr gerne so, so wie sie jetzt ist. Ich würde mich fest freuen. Und was du gesagt hast für den FCB, die Dellen ist nötig gewesen. Ich glaube, die Dellen, die hast du in deinem Leben jetzt auch hinter dir. Du hast Corona durchgestanden, du hast die Dellen nach dem FCB, hast mental an dir geschafft und so weiter. Also ich glaube, der Marco Streller ist stärker zurück denn je. Hoffe ich. Ja. Das bringt mich auf ein anderes Thema. Ich habe auch immer das Gefühl, als Zuschauer im Fußball, wenn ich das von aussen zuschaue, die letzten 10 Minuten, wenn er mich jetzt bringen würde, ich glaube, ich würde noch eine machen. Ich weiss aber, seit ich Grümpelturnier geschaut habe und gegen Benny Huckel angetreten bin, dass es sehr wahrscheinlich nicht passiert wäre, dass ich mal eine gemacht hätte. Aber jetzt, wenn du ein Match schaust,
Ich meine, du bist ja immer noch zwei, oder? Du hast nicht irgendwie 15 Kilo angesetzt und so und bist immer noch sportlich unterwegs. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, hey, ich bin jetzt zwar 40, aber das ist ja noch kein Alter eigentlich. Du bist noch zwei. So, der eine oder der andere würdest du wahrscheinlich schon auch noch machen. Oder weißt du, wenn du dem Zlatan Ibrahimovic zuschaust oder so? Eben, der Zlatan hat ja mich angegangen. Von dem her ist ja das möglich. Ja, das denke ich vielleicht ab und zu auch, weil ich sage ja, ich bin auch in gewisser Phase, bin ich auch Fan, oder? Was ich aber sicher interessant würde finden, oder respektive mein Ansatz ist eher, ich würde ihm gerne sagen, was er anders hätte können machen oder was er besser hätte können im machen. Im Stürmer, oder ja, wie? Genau, weil ich sehe sehr, sehr oft, und das hat jetzt nicht nur in der Schweiz, auch international, gewisse Sachen, wo ich denke, doch wäre wichtig, wenn irgendeiner mit dem Stürmer würde arbeiten würde, weil er würde einfach 5 bis 10 Goal mehr schießen. Und es ist eher so, dass ich gerne ihm würde, oder dem Stürmer gerne würde sagen, was er anders machen könnte. Nicht, dass ich das selber auch gemacht habe. Ja, vielleicht sage ich das manchmal, wenn ich sehr selbstbewusst angehe, würde ich sagen, ja, der hat jetzt locker gemacht. Das bringt mich auf zwei Personalien, die ich gerne mit dir bespreche. Ich habe das letzte mit einem Freund besprochen, als ich über Fußball geredet habe. Mohamed Salah. Ich habe dort in diesem Gespräch behauptet, der Alex Frey hat dem beigebracht, wie man Goal schießt. Das ist jetzt ein bisschen das, was du ansprichst. Vielleicht bist ja du dort auch noch beteiligt gewesen. Ist das, darf man das so behaupten? Ja, es ist ja so, dass ich weiß nicht, ob der Momo mental geschafft hat in dieser Zeit, das weiß ich nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass du bei ihm gemerkt hast, bis zum Goal schon dort unglaubliches Niveau und vor dem Goal zu überhasten. Also ich mag mich erinnern, als er zum FCB gekommen ist, in den ersten paar Matchen, richtig, oder? Wiesel im Mittelfeld und dann hat er sie drüber gehauen. Ja. Ja, das ist schon auch noch meine also ich habe auch noch die Erinnerungen an ihn. Und weißt du, es ist auch nicht irgendwie fair oder es ist auch ein bisschen ehrenlos, um in den Gespräch von der Jugend zu kommen, dass man jetzt irgendwie würde sagen, ja, ich habe immer gesagt, der Momo wird der Top 5 Spieler der Welt. Ja. Das ist definitiv nicht so. Wir haben gesehen, dass er talentiert ist, aber diesen Weg hat eigentlich niemand erwartet von uns, wenn wir ehrlich sind. Und ob der Alex oder ich ihm da etwas beigebracht haben, sicher haben wir auch mit ihm geredet und ihm gewisse Tipps gegeben. Und die hat er ja auch angenommen, wenn er ein unglaublich guter Junge war und das immer noch ist, oder? Und trotzdem habe ich das Gefühl, er hat einfach die Ruhe vor dem Goal bekommen. Also er macht ja Goal mittlerweile mit früher hat er den rechten Fuß zum Stehen gebraucht und heute macht er geile Goal mit rechts, oder? Er macht mit dem Kopf Goal, obwohl er nicht der Grösste ist. Aber das lernst du doch nicht mehr mit? Anscheinend schon. Ja, wie soll es denn sonst gemacht? Also meine Zaubertrank haben wir ihm nicht gegeben. Ich glaube, es hat wirklich mit, weißt, durch seine Schnelligkeit kommt er immer wieder in so Situationen rein. Und man sagt ja auch immer, dass das wichtig ist, dass du zu Chancen kommst. Das ist schon mal wichtig. Wenn du nämlich nicht zu Chancen kommst, ja, dann hast du ein Riesenproblem. Okay, ja. Und bei ihm war es wirklich so, dass er sich wahrscheinlich in diesen Situationen, vielleicht hat er mit jemandem zusammengeschafft, weil es ist eine mentale Sache, wenn du vor dem Goal stehst, dass du Ruhe bewahrst, dass der Puls so einigermaßen unten bleibt. Und er ist so oft in Situationen reingekommen und hat irgendwann einmal die Entscheidung richtig getroffen. Und weißt, das verankert sich oder das speichert dein Gehirn auch. Wenn du weißt, okay, wenn er so trifft, der Ball, dann ist die Chance gut, dass er drin ist. Und du spürst relativ schnell, wenn der Ball vom Fuß geht, ob er in dich reingeht oder nicht. Yeah. Oder? Und ich habe schon das Gefühl, dass das auch irgendwie so ein bisschen verinnerlicht hat, weil er halt einfach auch sehr viel praktische Erfahrung gemacht hat, oder? Und die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Und ja, ruhiger geworden ist vor dem Goal. Ich kann es nicht anders erklären, weil ich habe das Gefühl, ein Scorer bist oder du bist es nicht. Und er ist ja, als er zu uns kam, jetzt nicht als Riesenscorer bekannt gewesen. Aber das zeigt ja auch, dass man sich als junger Spieler halt einfach auch noch entwickeln kann. Man kann noch nicht komplett sein mit 20. Und das ist auch nicht gewesen. Und man hat trotzdem die Skills gesehen. Es gibt jetzt einen Stürmer, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du den kennst, der ist bei Lausanne, der heißt Evan Gesso. Dem schaue ich unglaublich gerne zu. Der macht für sie, ich glaube, es ist 2001 oder 2002er Jahrgang, so viel richtig, er schießt einfach nur zu wenig Goal. Wenn er aber Goal verschießen will, ist er plötzlich 20 Millionen wert. Mhm. Das sind halt so Nuancen, ja, weißt, ja, die heutzutage, ja, ja, entscheidend sind. Und der Momo hat, das sind viele Faktoren gewesen. Ich glaube, das Wichtigste war, dass er ein unglaublich guter Junge war, der zugelassen hat, der andere Meinungen oder Erfahrungen von anderen angenommen hat und sie immer wieder versucht hat, im Training umzusetzen. Es ist viel Arbeit dahinter. Stürmertrainer Marco Streller. Why not? Ein anderer, der dort könnte Rot brauchen, das bringt mich zum nächsten, ist mein Favorit im Moment im Schweizer Fußball. Ich schaue ihm extrem gerne zu, im Edon Dzeko. Ja. Ich glaube, bei ihm könnte man, also da gehe ich ganz falsch davon aus, ist eine ähnliche Geschichte wie beim Mohamed Salah. Ich habe das Gefühl, dort ist alles da.
kommt noch ab und zu ein falscher Entscheid. Aber wenn er die in Zukunft richtig macht, dann ist er auch plötzlich 20, 30, 40 Millionen wert. Schau, kommen wir noch mal ein bisschen auf meine Zeit als Sportchef zurück. Wir haben natürlich immer Listen gehabt und das ist immer alles im Team besprochen worden. Auch Rudi Zbinden als Chefscout, der sehr grosse Erfahrung hat und immer gute Spieler geholt hat. Wir haben immer alles zusammen abgesprochen. Edon Zegrova, wo ich das erste Mal vom Agent gehört habe, dass eine Möglichkeit besteht, ihn zu Basel zu holen, haben wir alles dafür unternommen, dass das wird passieren, weil der Edon hat Fähigkeiten. Ich meine, ich habe ein paar Spiele von ihm gesehen, auch wenn er in der zweiten Mannschaft bei Genk gespielt hat. Der hat mit denen Katz und Maus gespielt. Er macht, was er will. Und er hat eine Wendigkeit. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Wendigkeit habe ich nur vom Zehner von Barcelona bis jetzt gesehen. Weißt du, die ganz schnelle Wendigkeit. Eben, gell, die Vergleiche, die kommen nicht von irgendeinem. Nein, klar. Also er hat Wahnsinnsfähigkeiten. Was er noch muss schaffen, ist an der Persönlichkeit, ganz klar. Der Edon wird nie einer sein, der nur für die Mannschaft spielt. Aber er ist ein Genie. Und er kann den Unterschied machen. Und wenn man sieht, wenn er 1 gegen 1 auf dich zukommt, du kannst ihn gar nicht stoppen. Der geht links und rechts vorbei in einer Geschwindigkeit. Und wenn du Bein auf ist, kriegst du noch das Tunnel, oder? Ich glaube, wegen so Spieler gehst du ins Stadion. Und ich meine, er bewegt die Menschen. Also man regt sich brutal an ihm auf, aber man feiert ihn auch abgöttisch, oder? Und es ist jetzt am Trainer, also auch am Patrick, und das traue ich ihm wirklich zu, dass man den Diamant richtig schleift. Kriegt man das an? Das ist eben meine Frage. Oder weißt, ich beobachte ihn noch, ich folge ihm auf Instagram, ja, und so. Oder? Ich sehe Problematik, ja, glaube. Ja. Er hat vor allem Freude, wenn er einen ausgelassen hat. Genau. Oder wenn er ein Goal gemacht hat. Ja. Schon der Assist interessiert ihn eigentlich fast nicht. Ja. Habe ich das Gefühl, ja, so. Das ist mein Eindruck von außen. Und jetzt muss man es ja eigentlich noch ankriegen, dass er eigentlich vor allem die Freude hat, wenn die Mannschaft gewinnt und nicht, wenn er 99 Dribblings gewonnen hat in der Saison. Schau, im Jupp Heynckes ist es gelungen, den Ribery und den Robben so weit zu kriegen, dass sie für die Mannschaft denken, dass sie defensiv arbeiten. Das muss das Ziel sein. Dann entscheidet ganz allein, wo sie Weg angeht. Bleibt er in Basel oder geht er einen Schritt zurück? Oder wird er Weltklasse? Das hat einen den eigenen Fies, das muss man es noch in den Kopf kriegen. Und das ist etwas, da braucht er sicher auch Unterstützung. Ganz klar. Er muss ein bisschen wahnsinniger bleiben. Sonst wäre er auch nicht so unglaublich speziell. Aber das ist ja wahrscheinlich die hohe Kunst. Genau. Und ich sehe das natürlich immer, und da hat es schon Parallelen zum Solo. Weißt, wenn er spielt relativ gern den Neuner an und dann geht er wieder. Und wenn die Automatismen mit dem Mittelstürmer funktionieren und er das Abspiel zum Teil noch ein bisschen schneller verwischt. Gell, es ist nur noch das? Ja, es ist nicht viel. Also ich sage ja, wir reden hier von einem Diamant. Der ist ungeschliffen und da muss man noch schliffen. Und da hat er aber eine grosse Verantwortung. Da muss er muss mitmachen. Er muss sich schliffen lassen. Genau. Und wenn er das akzeptiert, und weißt, auch er wird älter. Und kann sein Weg sehr, sehr weit gehen. Und das wünschen wir uns. Und wir in Basel würden natürlich unglaublich von ihm profitieren. Und ich wünsche es ihm selber auch, weil ich bin in diesen Gesprächen immer involviert gewesen. Ich habe ihn von Anfang an, wo wir ihn geholt haben, bin ich sehr eng mit ihm gesehen und habe immer sehr viele Telefonate und Gespräche gehabt. Er ist ein sensibler Spieler. Aber man muss ihm auch ganz klar Grenzen aufzeigen. Und ich traue das, wie gesagt, dem Patrick Rahmen zu. Wir haben fast eine Stunde rum. Es gibt noch zwei Sachen, die wir machen müssen. Das erste ist der Match am Sonntag. Schweiz gegen Türkei. Mhm. Wie und wo schaust du? Ich muss meine Einschätzung nachher bei Blue abgeben, allerdings über Zoom. Das heisst, ich kann sicher nicht zu viel Bier trinken während dem Match. Aha, du musst quasi arbeiten. Ich muss eigentlich arbeiten, aber wo ich den Match schaue, weiss ich noch nicht, aber sicher mit der Familie und ein paar Kumpels. Und ich freue mich mega. Also, ich weiss noch nicht, wo ich den Match schaue. Und wo landet die Schweiz an diesem Turnier? Hey, sie können ganz weit kommen. Ich bin, wenn ich jetzt anschaue, wir sind uns ja nicht ganz einig auf allen. Ich glaube, die Bevölkerung auf diesen 11 Positionen. Ich glaube, es sind erst 8 oder 9 wirklich klar. 2, 3 sind noch offen. Und dann, wenn ich sehe, was noch von der Bank kommt, puh, also eine richtig gute Mannschaft. Ich sage, von der Qualität her, sehe ich ganz klar Frankreich zuvorderst. Ja. Ganz klar. Wenn sie die durchziehen, dann sind sie unaufhaltbar, da bin ich sicher. Aber dahinter gibt es 5, 6 Mannschaften, die alle ganz weit kommen können, und da zähle ich die Schweiz auch dazu. Das macht Hoffnung auf einen guten Juni und Anfang Juli. Ja. Und zum Schluss, das mache ich mit all meinen Gästen, gibt es im Max Frisch seinen Fragebogen. Das ist ein Buch, das mir mein Chef mal geschenkt hat.
Ich schloss auf, ja, stelle eine Frage. Gut. Und du sagst mir die Antwort. Wie viel Heimat brauchen Sie? Ganz viel. Also das ist ja gerade eine gute Frage, dass du das kriegst. Ich habe ja damals, als ich den FCB verloren habe, habe ich drei Verträge auf dem Tisch gehabt. Das waren Liverpool, Berlin und Stuttgart. Und ich bin zu Stuttgart gegangen, bin am schnellsten wieder in Basel bin. Du hast einen Vertrag von Liverpool? Ja, habe ich, ja. Nein. Ja, musst du jetzt noch mal eine Stunde haben, oder was? Hey, jetzt, das machen wir das nächste Mal. Wir reden über den nicht unterschriebenen Vertrag. Ja. Hast du den noch? Ja, den habe ich noch. Eingrabt irgendwie. Ja, den habe ich noch. Ja. Das wäre sehr lukrativ gewesen und spannend. Aber wie gesagt, ich habe dort wirklich gedacht, und Kongele, Thun, Basel, habe gedacht, Liverpool ist gerade eine Stufe zu hoch. Also ich will noch mal einen Zwischenschritt haben und wirklich, das ist unglaublich. Ich habe gewusst, ich bin 2,5 Stunden auf der Autobahn wieder in Basel. Das war wichtig für mich. Das ist das andere Statement. Da ist es wieder. Aber du bist ja mit Stuttgart Meister. Genau. Meister, also, genau. Immerhin. Hey, Marco, hat mich sehr gefreut. Ich wirklich. Danke schon vielmals fürs Kommen. Merci auch. Alles Gute. Gleichfalls. You are listening to the Peng Peng Podcast. With Luki, Vinegar, the General, Uncle Peng Peng, from straight out of Switzerland. The Peng Peng Podcast. Let's talk about music and sports.